Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Total War 2 mit Makedonien. Yay! Es wird jetzt ein bisschen spannend. Also letzte Runde haben wir ein paar Generäle verloren. Das war nicht so geil. Also einmal hier durch so eine blöde Kriegsjungfer. Und dann einmal hier durch einen Hinterhalt. Obwohl der gegen niemand gekämpft hat, ist er gestorben. hier, die da haben gerade. Oh, die haben Adiyay wieder befreit. Das ist ja cool. Aber anscheinend bin ich mit denen verfeindet. Na gut. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal mein Admiral nach hier schicken. Den habe ich gerade so gemacht. Schneller als Hermes. Meine List kennt keine Grenzen. So. Zu euren Diensten. Nee, also an sich könnte ich die locker besiegen, aber ich müsste das spielen und dafür ist es dann nicht locker genug. Ich bunkere mich mal ein, weil so kann er mich safe nicht besiegen. Hier mache ich mal Tempel, das da und das da. Eine schöne neue Stadt. So. Das ist gut. Dann kann ich von hier nach da gehen. Dann kann der das Erobern vergessen. Und hier kann ich nach da gehen. Wobei er dann nächste Runde. Er könnte auch. Das ist jetzt die Frage. Also ich kann von hier nach da und von da nach da innerhalb von einem Zug. Und der schafft es, glaube ich, nicht, das da innerhalb von einem Zug anzugreifen. Deswegen kann ich das ruhig machen. Wir werden diese Siedlung einnehmen! So. Das schafft er, glaube ich, nicht. Dann hier ist es ganz interessant. Das Vermächtnis ist wieder vollständig regeneriert. Und hier hat er halt nichts mehr, ne? Der hat halt mit seiner Armee. Willst du mich verquaken? Wie hast du denn die Elefanten verloren? Hä? In was? Das check ich gerade echt nicht. Was? Wie hat er die Elefanten verloren? Oh, das Replay würde ich jetzt sehr gerne sehen. Nur um mir 10.000 Mal gegen die Stirn zu hämmern. Oh Mann. Oh Mann. Vor allem, der war Rang 7. Wie bescheuert. Wie ultra bescheuert. Ja, Bürgerkavallerie kannst du dir.
Schenken. Wie? Okay, egal. Gut. Naja, okay, der hatte keine Armee. Wahrscheinlich hat er die KI einfach die Elefanten neben, keine Ahnung, neben einen Turm gestellt und da vergessen. So, oh nein, sie sterben. Oh, zu spät. Naja, egal. Ist jetzt passiert. Ich meine, wir haben Geld genug, aber es, ja, die waren schon Gold, also. Ja. Gut. Sperre dürfen weiter gefördert werden. Und weiter geht's. Oh Mann. Schmeißt einfach so. Nur die größten. Ja, jetzt überleg nochmal. Weil letzte Folge wolltest du 10.000 dafür haben. Jetzt willst du 2.000 dafür haben. Und nächste Runde schenkt er mir 2.000. Und übernächste Runde schenkt er mir 10.000. Okay. Jetzt werde ich aber speichern. Bevor wieder sowas passiert. Naja. Ja, das mache ich ja nicht automatisch, deswegen passt es schon. Okay, der hat jetzt Artillerie, aber stationäre. Das heißt, ich kann mich getrost hier verdünnisieren. Aber ich mache es, glaube ich, vor dem Wald. Oder neben dem Wald, weil der Wald. Der Wald deckt ein bisschen meine Flanke. Also nicht nur ein bisschen, also der Wald dämpft den Schwung. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Von der Kavallerie, von der feindlichen. Vor allem, wenn meine Kavallerie da drin steht. Innen drinne. So. Hier steht auch Geschwindigkeit 70% nur. Das ist ganz praktisch. Weil der Charge eben. Ja, habe ich ja schon gesagt. Entschuldigung. A thousand apologies. Apologese. Der Nachteil ist natürlich, wenn man sich hier so aufstellt und die Einheiten von einem fangen an zu wanken, dann ist es ja wirklich nachteilig, weil die, oder also zu, anfangen zu fliehen, dann rennen sie wirklich sofort raus und es besteht keine Chance mehr, dass sie sich nochmal regenerieren. Genau. So, jetzt muss er aber. Ich scoute mal kurz. Aha. Ich würde sagen, er kommt. Also er macht es schon ganz richtig, weil er wartet, glaube ich, auf seine
seine Armee und seine Verstärkung. Komm nur näher, du. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Zu Befehl. Obliegen bereit. Ich bin glücklich, dem Volk zu dienen. Befehle. Eure Befehle. So, das ist schon mal gut. Die Pikiniere stören mich gerade sehr. Dass sie hier in die... die Ecke hier rein Schlawiner. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wie weit die wechseln. Ne? Habt ihr die jetzt? Ja. So, und wieder raus da. Eure Befehle. Wir schnell jetzt. Ein Angriff. In Teilenreiterei. Ich versuche hier mal außen rum zu... halten. Bereit zum Einsatz. Die Krieger erwarten euren Befehl. Die Teilenreiterei. Königliche Peltasten. Oh. Da kommt Infanterie. Zu euren Diensten. Unser General wird angegriffen. Ja, wenn der jetzt stirbt, dann hau ich dich. Sieht doch ganz nett aus jetzt. Puh. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eure Befehle? Stolze Söhne Makedonien.
General! Ich erwarte eure Befehle! Korkos-Infanterie! Ein Zuhörerdienst! Königliche Feldhaspelhele! Schnelles Marschieren! So, ihr seid auch schon wieder fertig. Die ruhen sich jetzt mal aus. Die sind ja nämlich erschöpft. Uiuiui, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Der einfach aushält, ne? Das ist so krass. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Kudos! Gut, gut, gut. Hier hört's auch gleich auf. Hier hört's auch gleich auf. Auch gleich auf. Puh. Ja, nicht schlecht. Alter, der hat mir drei Generäle in gegen mir. Ah, ja, klar, das waren ja eine Fullstack und zwei halbe, glaube ich. Oder nicht mal zwei halbe. Mhm. Ja, schöne Gegend, schöne Sonne. So, wo kämpfen die denn noch? Hä? Ach so. Ach so, das Katapult. So, die können wahrscheinlich bis hierhin schießen.
So. Tut mir leid für euch. Und jetzt stirbt nochmal ein General. Na gut. So, knapper Sieg. Getötet 2-5. Verloren 8. Also 0-8. Ja, passt. Passt sehr gut. Ja, stimmt, das heißt, es waren 3. Mein Nachteil ist, dass ich hier nicht heilen kann. Das heißt, jetzt muss ich die Stadt angreifen. Nur aus einer starken Position heraus mache ich ein Friedensangebot. Andernfalls ist ein Friedensangebot nur Feigheit. Massilia. Ja, ihr habt eine starke Position, da gebe ich euch recht. Aber die fordern 2000, die müssen mir was geben. Weil ich bin doppelt so groß, wenn ich dreimal so groß wie die. Also, überzeugt mich. Und nicht mit euren blöden... Weißt du, also das überzeugt mich gar nicht. Also das gibt mir eher einen Grund, dich zu... Sie hat es schon wieder gemacht. Sie hat es schon wieder gemacht. Das Schwert wurde getroffen. Alter. Jetzt hat die so einen Agenten, der wie bei Rise of the Republic 1100. Ja, das mache ich automatisch. Weil jetzt hab ich ja keine Elefanten mehr, die er töten kann. Naja, also. Ja. Der hat's schon wieder getan hier. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, ich tue da jetzt mal einen anderen rein. Sturz. Hat Soldaten, das ist egal. Das ist auch egal, das ist auch egal. Agent festgenommen. Doch, da wird erwachsen, Sezession. Schon wieder da hinten. Ach, wie unpraktisch. Da hinten ist es natürlich echt ein bisschen gemein. Mein Vorteil ist gerade, dass es da hinten keine wirkliche keine Möglichkeit gibt, starke Soldaten zu rekrutieren. Wie man hier sieht. Deswegen werde ich den mit einer Söldnerarmee einfach plattwalzen. So. Und diese. Zu euren Dienst. Ja. Ah, das ist jetzt meine gute. Yes! Wir hungern nach einer Schlacht.
Go to your mama, baby. So, jetzt muss ich mich beeilen. Ah, das war's schon. Ja toll, jetzt kann ich den... Jetzt muss ich den ersetzen. Weil ich dachte, dass sie noch öfters dran kommt. Ah, das ist echt ärgerlich. Autorität. Ja, okay, dann nehme ich halt den. Zu euren Dienst. Bronzenbären. Wieso hat er hier zweimal das gleiche? Das ist doch dämlich. So. Ich gehe mal hier hin. So, hier sind zwei große Armeen. Das ist unpraktisch für mich. Das ist hier ganz praktisch für mich. Und das da ist praktisch für mich. Echt? Ich verliere? Knapper Sieg. Ja, das reicht mir. Das sind ja nur, ne? Söldner. Das ist mir dann egal. Ja, das muss ich probieren. Die Frage ist, ob ich es spiele. Ja, ich spiele es auf jeden Fall, weil sonst sind die ganzen, die rot sind, sind auf jeden Fall weg. Ich könnte auch Nachtangriff machen. Diese Streitkraft kann keine Gefechte bei Nacht verstärken. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.